Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grandia 2. Beim letzten Mal haben wir uns als Pärchen ausgegeben und scheinbar hat es ja funktioniert. Das heißt, mehr Giggle-Gedönse. Gott, was ist das für ein Zelt? Sag mal, du. Ich? Also, was siehst du in diesen Typen? Offensichtlich hast du keine Ahnung, wie man sich einen Mann aussucht. Du hast so einen schlechten Geschmack. Ryudo, er... Vorsichtig, Elena. Ich mag ja etwas gut aussehen. Aber warum würdest du einen Typen auswählen, der gegen jemanden so wunderbaren wie mich verliert? Schwache Männer sind wertlos. Ich auf der anderen Hand. Ich habe keine Zeit für sowas. Was ist das denn? Was zum... Im Prinzip, wenn du nur Käse labern willst oder mich schlecht machen willst, dann komm und sag es. Und was für ein Temperament. Ich kann nicht glauben, dass du mit einem Jungen wie ihm herumhängst. Er ist nicht gut für dich. Überhaupt nicht gut. Ryuda würde nicht gegen sie verlieren. Sie... Schwein! Ist das so, meine Liebe? Nun dann, das müssen wir wohl herausfinden, nicht wahr? Das Spiel ist Armwrestling. Deine Stärke gegen meine. Und um es interessant zu machen, wenn ich gewinne, behalte ich deinen Papagei. Oder wenn sie dich, ne? Das ist, glaube ich, wenn sie dich, ne? Egal. Ryo, du kannst nicht gegen diesen Idioten verlieren. Ich plane es nicht. Okay. Aha. R1. Aha. Okay, kann ich nicht zur selben Zeit benutzen. Whatever. Ernsthaft, wie soll ich das gewinnen? Ich kann ja kaum drücken und was zum... Er versucht mehr, kleiner Mann. Dein Wellensittich wird bald mir gehören. Ich kann ja nicht drücken! Mr. Hembe, ihr Nasenhaar guckt raus. Ah, das kann nicht sein. Mein Spiegel, wo ist mein Spiegel? Ja, also, ihr könnt euch denken, ich kann da nicht gewinnen, aber passt schon. Hat Elena auf jeden Fall gut gemacht. Oh, es tut mir leid. Das war überhaupt kein Nasenhaar. Schrecklich, schrecklich. Und ich wollte dem Papageien beibringen, wie er mir zu sagen, wie wunderschön ich bin. Sag uns einfach alles über das heilige Schwert. Ja, ich weiß nichts darüber. Ach. Das sagt er uns jetzt. Das war eine komplette Zeitverschwendung. Was konnten wir uns dabei nur denken? Tja, keine Ahnung. Die haben sich zu sehr aufgeregt. Über nichts in dem Fall, aber sie haben sich halt tatsächlich einfach zu sehr aufgeregt. Du wurdest rot wie wahnsinnig da drin. Sei ruhig, Prinzessin. Zumindest hat es mir keinen Spaß gemacht. Ich wette, deine Kirche würde nur gerne was darüber erfahren. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Aber er war so lustig. Ja, total. Ryudo, ich glaube, ich habe viel zu viel Spaß. Ich muss mich setzen. So viel Spaß. Oh Gott. Ich bin müde. Ja. Deine Bänder gucken durch die Bank raus. Ich habe da drüben einen Getränkestand gesehen. Ich hole uns etwas zu trinken. Den komischen Getränkestand mit Saft, der einen durstiger machen soll als vorher? Den Saft?
Saft bitte. Deine Freundin sieht erledigt aus. Wir haben 4 Typen, die man sich aus denen man wählen kann. Oh, welchen bloß? Was ist das? Liebespotion, Power-Up, Blumenwasser und was Unaussprechliche. Ja, das Unaussprechliche. Hm, der ist großartig. Ja, ich nehme einen davon. Ein guter, ehrlicher Name. Cyrums berühmter Palmensaft. Das klingt doch normal. Der erfrischende Saft der Cyrumpalme. Perfekt für dein Mädchen, wenn es erschöpft ist vom Date. Das ist einfacher Saft, also keine Sorge. Scheint schon ziemlich blöde, deinen normalen Saft versteckt zu halten. Ah, was auch immer. Danke. Ja, da muss ich zustimmen. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Jüder. Millennia? What the... Ist sie auf der Bank eingepennt? Nicht schon wieder. Hör auf, einfach so aufzuplöppen. Ah, gee. Es ist nur, dass du und Elena sich so gut verstehen. Ich kann's nur nicht ertragen, ausgelassen zu werden. Alle Augen auf mir. Juhu. Millennia. Hör auf. Ah, ist das Saft? Ich will welchen. Ja, gib mir. Ich hab gesagt, hör auf, mich in der Öffentlichkeit. Ja. Wort, komm zu mich. Peinliche Sachen in der Öffentlichkeit mit mir abzuziehen. Sagen wir es mal so. Lass mich gehen. Lass mich los. Ah. Können wir nicht einfach mal eine kleine Weile zusammen sein? Oder hin und wieder mal zusammen sein? Sag mal, Ryudo. Was ist heute nur los mit dir? Fühlst du dich okay? Lass mich mitkommen, okay? Nur für ein kleines Weilchen. Teensy weeny little bitty. Haha. Fein. Ich schätze, das wäre okay. Und wohin mitgehen? Weil ich ja eigentlich nirgendwo hin will. Na, scheinbar reicht es, dass ich hier einfach den Basar entlang stelle. Ich wollte schon sagen, weil irgendwie ist ja nichts los eigentlich. Hey, was machen die da drüben? Hey, wo gehst du hin, Millennia? Um die Ecke? Wenn man es überhaupt eine Ecke nennen könnte? Ich denke, es gefällt mir zu leben wie ein Mensch. Ich habe noch nie so ein Lied gehört, Ryudo. Es ist so... Was ist das Gegenteil von chaotisch? Hey... Lass uns eine kleine Weile so bleiben, okay? Okay. Mir hat dein Lied wirklich gefallen. Und auch dein Tanz. Sohn von Mao! Jeder kennt dieses Lied. Wenn ich es singe, sind die Leute froh. Und so mache ich die Leute glücklich, Miss. Mit Musik. Das war sehr schön. Ist was passiert? Ihr seht so... Naja, schnell laufend aus. Was ist der Sinn und Zweck von Millennias Präsenz hier? Ist irgendetwas los? Oh nein. Ich habe komplett vergessen, Informationen zu sammeln. Seht mal, da war so eine Riesengruppe von Menschen. Das ist nicht das Problem. Genau jetzt gibt es Probleme im Schloss. Schnell, wir müssen dorthin gehen. Wie kommen wir da rein? Keine Sorge. Wir können die Kanalisation nehmen. Yay. Hurra. Um in das Schloss durch das Hintertor zu kommen. Beziehungsweise im Prinzip ist es nicht die Kanalisation, sondern der Wasserweg unten rum, ne? Aber
Naja, klingt ja nicht so schwer. Ich möchte nicht gesehen werden. Bitte, Beeilung. Das Boot ist da drüben. Okay. Probleme im Schloss, tut er sagen. Ich sage Bullshit. Kann er gar nicht wissen, aber ist in Ordnung. Erstmal wieder ausrüsten. Okay. Das ist so das Kleine, was mich da immer wieder wurmt, dass ich sie neu ausrüsten muss, weil wir sonst nichts für sie haben. Und das Spiel, naja, macht's halt nicht. Mr. Ryoto, das ist es. Da bricht mir meine Stimme weg. Dieses Boot, Beeilung. Bitte Beeilung. Aber Beeilung, nichtsdestotrotz. Naja, so viele Boote gibt es hier jetzt auch nicht. Ist ja unwahrscheinlich, dass ich das verpasst hätte. Worum geht's bei dem Problem im Schloss? Die königliche Familie hier hat ein gefährliches Geheimnis, welches Desaster bedeuten könnte. Hey, hey. Hey, hey, hey. Nein. Wer bist du bloß, Rowan? Dieses Tor darf nicht geöffnet werden. Niemals. Dieses Tor, ja, keine Ahnung. Das Schlosstor, das Hintertor, das Tor zum Balkon, das Tor zum Thronsaal. Was ich damit andeuten möchte, ist, dass Schlösser viele Tore haben und diese Deklaration, dieses Tor darf nicht geöffnet werden, ist nicht unbedingt so hilfreich, wie es jetzt den Anschein direkt hat, aber ist in Ordnung. Und hier werde ich nicht gesehen. Während ich mit jemandem reden muss, werde ich nicht gesehen. Prinz Rowan, ihr müsst euch beeilen. Minori wartet. Minori. Prinz? Ich erkläre alles später. Hier müssen wir ins Schloss hinein. Prinz Rowan, diese Korridore. Sie. Wurden eine Weile nicht mehr, schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Monster. Haben sie übernommen? Natürlich. Natürlich! Macht euch keine Sorge, ich habe meine Freunde mit mir. Bei mir, mit mir, neben mir. Bitte kümmert euch um den Prinz. Das gesamte Land verlässt sich auf euch. Ja, das ging aber schnell. Das gesamte Land? Gerade eben waren wir noch in einem Date. Jetzt verlässt sich ein gesamtes Land auf uns, also. Wie soll ich sagen? Das ging halt jetzt echt zügig. Goddammit. Ich habe immer noch nicht genügend von diesen blöden Nüssen. Was mich daran ärgert, ist halt die Tatsache, dass ich es eigentlich nur mal zeigen wollte. Aber, naja, wenn ich nie genug Nüsse habe, kann ich es nicht zeigen, was sie machen halt. Logisch. Also, das klingt in erster Linie furchtbar, wenn die da auf einem... Ah ja, stimmt, mit Marek habe ich nicht viel gemacht. Upsi. Das sollte eigentlich reichen, um zumindest großflächigen Schaden zu verursachen. Ihr wisst ja, Quakes. Warum Erupt? Ich meine, das ist wie ein Vulkanausbruch, zugegeben, obwohl es eigentlich Erdbeben heißt und nicht Vulkan. Oder Eruption. Keine Ahnung, ob es so einen Zauber gibt, aber theoretisch wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Aber ja. Wenn ich mich vernünftig anstelle, würden die Kämpfe wenigstens
ungefähr diesen Zeitraum immer nur beanspruchen. Aber, naja. Naja, und im Endeffekt hatte ich dann doch recht mit Kanalisation, ne? Es ist wie eine Kanalisation hier wieder. Unter Umständen kann man es noch als Aquädukt abstempeln, aber naja, das ist halt immer so eine Sache. Plom. Noch nicht. Aha. So, konntest du irgendwas... Konntest Sepp theoretisch. Das trifft auch nur ein paar Leute. Ja, wie ihr merkt, er hat kein Warp-Messer mehr. Das Problem ist einfach, es kommt der Tag, an dem Kinder erwachsen werden und sie ihre kleinen Spielzeuge loslassen müssen. Nein. Es kommt der Tag, an dem man sagen muss, jetzt ist die Angriffskraft langsam nicht mehr so schön, wie sie vorher war. Wobei ich theoretisch bei Endbossen etc. pp. Trotz allem noch das Messer ans Herz legen möchte. Einfach nur zum Blockieren. Und das Blockieren von den Gegnern ist tatsächlich so eine Sache, die ist sehr lohnenswert. Da würde ich halt sagen, da lohnt sich's. Macht's einfach. Warum auch nicht? Hier jetzt so, hier reicht's mir, dass ich die Gegner relativ zügig weghauen kann mit einem Quake oder was auch immer ich machen möchte. Es ist schon sehr, sehr schön. Natürlich muss ich jetzt erstmal die ganze Kanalisation untersuchen, dabei jede Menge Gegner besiegen. Neue Gegner unter anderem, wie diese komischen Dinge. Also langsam glaube ich, hier in der Kanalisation ist der Tod höchstpersönlich einfach nur anwesend. Komische Zombie-Krokodile hier, die Chamäleons heißen. Zombie-Dinger, die... wo ich halt tatsächlich kein anderes Wort für hätte. Außer Zombie-Ding. Also, ne, ist schon ziemlich krank. Aber, na gut. Funktioniert. Ich warte noch auf den Moment, an dem dann tatsächlich meine Magie mal aufhört zu funktionieren. Zumindest was One-Hit-Kills angeht. So dass ich mich wieder ein bisschen anstrengen muss. Aber hier ist es richtig. Das ist zwar schön, dass ich den richtigen Weg gefunden habe, aber gleichermaßen auch ziemlich blöde. Das heißt nämlich, ich darf erstmal wieder zurücklaufen. Für die Schätze! Oh wow. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich euch das erste Mal nicht gesehen habe, aber ich habe tatsächlich euch beim ersten Mal komplett verpasst. Das sieht nach so einem Kampf aus, den ich eigentlich gewinnen sollte mit reiner Muskelkraft. Aber dann sagt das Spiel, ja guck mal, dafür sind da aber 4 Stück bei. Ja, tatsächlich bin ich da zu faul für dann. Relativ. Ich zeige euch einfach mal einen anderen Zauber. Ja. So gewinne ich ihn theoretisch noch mit reiner Muskelkraft. Zwar nur so gesehen in der Theorie, aber naja. Marek hätte jetzt ruhig ein Level up kriegen können. Aber ist in Ordnung. Ja, tatsächlich ist bei mir für den Dungeon nur hängen geblieben, dass da hinten der richtige Weg ist und hier nicht. Aber das, naja, das kann man sich auch denken, wenn da davor ein Rätsel steht, ne? Ist davor ein Rätsel, dann heißt das meistens, ja, da würde es weitergehen, sehr wahrscheinlich. Aber... ich kann mich auch immer noch irren, aber ich habe das Gefühl, das ging tatsächlich da hinten halt weiter. Da wir hier auch nicht viel machen können, wie ihr seht. Ich komme da hinten nicht dran. Ja. Das war's dann aber im Prinzip für diesen Part schon wieder. Traurigerweise. Aber beim nächsten Mal können wir dann mehr von der Kanalisation hier untersuchen.
Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.